Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Craft Update auf meinem Kanal. Heute wird es Kawaii sein und ich habe einen Setzkasten in meinem Urlaub gestaltet, also so fertig gewerkelt und den wollte ich euch gerne einmal vorstellen. Diesen Setzkasten hatte ich mal im Action gekauft, das ist schon etwas länger her und den habe ich, als ich damit anfing, den einfach mit einem altrosa hellen Ton erstmal grundiert und dann habe ich mir zwei Farben gemischt. Einmal habe ich so ein Pink gemixt und dann ein Lila. Dann habe ich das Ganze angestrichen. Also ich habe zwei große Fächer in Lila gemacht. Ja, das habe ich dann hier einmal drumherum gemalt. Also hier oben sieht man dann auch Lila und an den Seiten ist einmal Pink. Und hier ist noch mal ein Lila. Also ich habe dann einmal, also auf dieser Seite, also hier oben einmal komplett einmal in Pink, also hier oben auch, an der Decke und an den Seiten, der Boden, hier auch einmal in Pink gemacht und hier auch jeweils. Und dann habe ich zwei Fächer einmal in Lila gemacht. Ja, das Ganze musste dann natürlich auch trocknen. Dann der nächste Schritt war, das alles zu glasieren mit Klardack. Und ja, der nächste Schritt war dann etwas akkurater zu arbeiten. Da habe ich mir dann einfach so einen Designblock genommen. Aus dem Kick hatte ich so einen Block mit so, ja, Einhorn, Meerjungfrauenmotiven und da habe ich mich dann, der ist auch ein bisschen so leicht hochglänzend, da habe ich mich dann einmal für diese Wolken entschieden und einmal so mit Regenbogen. Und hier hat man dann auch so, ja, so einen Sonnenuntergang und da steht Mermaid drauf. Dann habe ich hier einmal, hier steht Never Stop Dreaming, hier haben wir nochmal einen Regenbogen und hier auch nochmal diese Wolken. Ja, das Ganze habe ich dann erstmal diese ganzen Kästen hier ausgemessen, wie groß das ungefähr sein sollte. Dann habe ich das reingeklebt. Dann hatte ich die Idee gehabt, dass ich hier innen drin einfach nochmal Bordüre klebe. Also hier habe ich dann so ein dunkleres Pink und hier oben habe ich zum Beispiel so ein leichtes Rosa. Das hat dann auch schon eine Weile gedauert, bis ich das alles so fertig hatte. Ja, dann war der nächste Schritt, da wollte ich hier einmal die Außenseiten einmal bekleben. Mit Heißkleber habe ich dann einfach hier die waagerechten Linien dann einmal mit so einer kleinen Pompon-Bordüre beklebt. Ja, und die senkrechten Balken hier nach unten, die habe ich dann mit Perlen und mit so Steinchen, ja, beklebt. Also das ist so eine Klebebordüre. Und damit innen drin auch so ein bisschen mehr Leben ist, habe ich gedacht, ich klebe da einfach noch so ein paar Blumen rein. Aber ich wollte das so ein bisschen platzsparender machen, deswegen sind die alle so ein bisschen in den Ecken gelandet. Also hier kann man so ein bisschen sehen, dass hier habe ich so Stoffblumen, also so Rosen und so Margariten dann auch. Hier oben habe ich so eine Papierblume drin und hier auch, hier unten, weil ich dachte, das passt so farblich. Da habe ich einfach mal so geguckt, was ich so habe. Hier habe ich jetzt keine. Und in den Setzkasten kann man dann so kleine Gläschen reintun oder so Figuren. Mal schauen. Ja, so sieht dieser Setzkasten dann einmal aus. Den wollte ich dann für mein zukünftiges Bastelzimmer dann einfach nehmen und ja, mir dann schön hinstellen, als ich das so, ja, gebastelt habe bzw. so fertiggestellt hatte, habe ich dann mal gedacht, wäre ja schon cool gewesen, wenn man noch einen zweiten Setzkasten hat, dann könnte man den direkt daneben hinstellen, dann hat man dann so eine größere, ja, Fläche, wo man was reinstellen kann. Ich weiß aber nicht, ob es derzeit noch einen Setzkasten in dieser Art ja auch noch im Action zu kaufen gibt. Und da fällt mir auch gerade noch ein, in diesem Setzkasten ist hier auch noch so ein kleiner Haken drin. Kann euch den da einmal so zeigen, da könnte man dann auch noch mal, ja, was reinhängen. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja schon mal zwei
Chucky Charms bekommen und ich habe einen Chucky Charm von der lieben Tanja und den wollte ich hier so reinhängen. Finde ich auch richtig cool. Also für diejenigen, die so ein bisschen ja handwerklich geschickt sind, vielleicht gibt es hier so welche Haken auch irgendwo zu kaufen. Da könnte man quasi ja auch hier so welche reintun. Also wenn ihr das nachmachen basteln möchtet, dann könnt ihr da zum Beispiel einfach auch Ohrringe reintun oder Armbänder oder auch so kleine Kettchen, also je nachdem, was ihr da so habt, wäre so eine kleine Idee, weil wenn hier so ein Haken drin ist, quasi, kann man das natürlich ja auch hier auch so reinmachen, also so als Idee. Und es gibt ja immer Sachen, die man so sammelt, also manche sammeln zum Beispiel diese, wie nennen sich die dann? Diese kleinen Figuren, also diese kleinen aus den Blind Bags zum Beispiel, könnte man da reintun oder Porzellanfiguren oder wenn man so kleine Glitzerfläschchen hat, sage ich mal, oder so Glitzerbecher, die könnte man hier auch reinstellen. Ja, das ist so eine Idee. Also man kann diese Setzkästen auch unterschiedlich gestalten. Das ist ja so eher so, ja, auf süß gemacht, so auf Kawaii. Ich kann mir auch vorstellen, dass man so richtig Kawaii macht, wenn man so Kawaii-Papier hat. Sieht das bestimmt auch sehr schön aus. Oder man macht einen weihnachtlichen Setzkasten oder einen Setzkasten in Vintage. Oder es gibt ja auch ganz viele, die so Mixed Media machen. Also könntet ihr zum Beispiel auch gestalten und dem hier oben auch ganz viel so mit Mixed Media hier so drauf machen könnt. Also das wäre ja so eine Idee. Ja, dann habe ich dann so Gläschen gemacht. Die wollte ich euch auch einmal zeigen. So sieht das einmal aus. Also es gibt im Action, gibt es vier dieser Gläser in einem Set zu kaufen zu 1,69 € und hier oben sind die so silber. Und ich habe hier einfach so eine Bordüre drumherum geklebt und ich habe hier Simulation Cream drauf gemacht. Und bevor das alles trocknet, habe ich dann so eine Figur draufgesetzt und da so Konfetti drauf gestreut und so Perlen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde das eine wunderschöne Aufbewahrungsidee für Cabochons oder für Perlen, weil man hier dann einfach sieht, was auch da drin ist. Und es ist aus Glas, also es ist dann kein Plastik. Und ich finde das eine schöne Dekorationsidee fürs mein zukünftiges Bastelzimmer. Ich habe davon auch eine Menge gemacht und ja, ich arbeite damit am liebsten mit der Simulation Cream. Die habe ich mir bei Wish gekauft. Ihr könnt natürlich auch echtes Silikon nehmen, aber der Vorteil ist bei Simulation Cream, da sind auch schon die Aufsätze mit dabei und die gibt es auch in verschiedenen Farben schon so fertig zu kaufen und es riecht nicht. Also Silikon muss man ja erstmal die Kartusche, also die Tube in dieser Kartusche machen, dann muss man das alles rausdrücken, dann muss man sich das einfärben, wenn man das möchte, dann alles in einen Spritzbeutel rein, am besten so einen, der nicht platzen kann und dann einfach hier so drauf machen. Also ja, und dadurch, dass Silikon ja auch etwas riecht, mache ich das auch nicht so gerne in der Wohnung, sondern lieber draußen. Und da ist mir so Simulation Cream einfach lieber, weil das nicht riecht. Also ich kann das die ganze Jahreszeit über in der Wohnung machen. Stört mich da nicht. Gerade wenn man, sage ich mal, geruchsempfindlicher ist. Ja, hier habe ich dann einmal das hier. Diese Figürchen, die gab es auch im Action. Da gab es im Sommer, gab es so welche, ja, Hatchimal-Eier, so ganz kleine. Es gab immer in so einer Packung zwei Eier drin und da waren diese Figuren. Und da habe ich mir dann gleich gedacht, als ich mir das gekauft hatte, dass das super hervorragend dafür passt. Und ja, leider gibt es die nicht mehr im Action zu kaufen, also jedenfalls nicht in unseren Filialen mehr. Und ich hätte da gerne noch die ein oder andere Figur gehabt, um da noch mehr von diesen Gläsern zu machen. Denn ich habe, glaube ich, noch so vier Gläser. Aber mal gucken, was ich sonst da drauf tun möchte. Ja, also das macht auch immer sehr viel Spaß, weil man einfach da ganz viel Konfetti drauf tun kann und so Perlen. Und das meiste, was ich da so drauf getan habe, das habe ich in einer Tauschpost bekommen von der lieben Tanja. An dieser Stelle grüße ich dich ganz lieb. Hätte ich diese Tauschpost nicht bekommen, also diese Sachen hier, gerade auch mit diesen ganz vielen Konfetti und mit den verschiedenen Perlen,
könnte ich das gar nicht so machen. Also, weil, also da hat sie mir damals eine riesengroße Freude gemacht, weil ich habe da ganz viel von bekommen, weil so viel Konfetti und so viele Perlen habe ich gar nicht. Und das ist dann so richtig cool. Also, der das einmal so sehen, die Gläschen. Hier hat man dann zum Beispiel so eine Simulation Cream in Orange und hier in Rosa, ob ihr das so sehen könnt, das ist so leicht rosé. Hier habt ihr vielleicht den Vergleich, also hier ist das weiß und so leicht sieht man das nur. Also die Kamera fängt das leider nicht so ein. Also ich finde das richtig super süß. Also kleine Gläschen habe ich jetzt leider nicht mehr, also dann brauche ich dann erst wieder Simulation Cream. Ich habe aber jetzt ein paar größere Gläser gemacht. Vielleicht erkennt ihr diese Gläser, da war mal Joghurt drin. Und ich habe die nicht zurückgegeben ins Pfand im Supermarkt, sondern ich habe damit einfach hier Sachen reingefüllt. Also ich finde das richtig super. Also ich kann euch ja mal erzählen, wie diese Idee entstanden ist. Kann ich euch nämlich mit diesem Glas einmal demonstrieren. Also hier habe ich ja so eins gemacht mit so einem Einhorn und hier hat man so richtig noch, das war auf jeden Fall eine größere Tube in hellblau. Also hier sieht man das auch richtig, das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und hier seht ihr so welche Perlen. Ich hatte im Frühjahr, hatte ich einen Schüttellolli gebastelt, so einen Harry Potter Schüttellolli. Müsst ihr mal auf meinem Kanal mal gucken. Im Frühjahr hatte ich den so gezeigt. Das war so ein Gewinn für eine Zuschauerin. Und ich hatte mir aus einem Schrank ja, diese Perlen geholt. Und diese Perlen waren in einer Plastikdose drin. Also in der ursprünglichen Verpackung, wie ich das gekauft hatte. Und irgendwie war dieses Plastik irgendwie nicht so gut. Und das war schon so leicht porös irgendwie. Und da war so ein Loch drin und dann sind mir diese ganzen Perlen sind mir dann in den Flur gefallen. Also alles lag auf dem Boden, fast die Hälfte der Packung lag auf dem Boden. Und dann habe ich mir gedacht, diese Perlen, die möchte ich aber nicht mehr in irgendwelchen Plastikboxen oder so reintun. Weil ich dann irgendwie Sorgen habe, dass mir das nochmal passiert und dass es dann nochmal reißt. Also ich denke mal, wenn man so eine Tupperdose hat oder so. So eine normale Box, dann wird das nicht passieren, aber wenn man irgendwie ja so ein Plastik hat, ne? Also ich kann euch das mal so zeigen. Also hier war zum Beispiel mal so Schokolade drin. Und das ist ja so ein Plastik. Und ich finde, das ist nicht für die Ewigkeit, glaube ich. Das ist auf jeden Fall, das wird irgendwann mal porös. Das geht dann irgendwann kaputt, glaube ich einfach. Und da, das war so schlechtes Plastik gewesen, das ist dann irgendwie kaputt gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte diese Perlen einfach sicherer verstauen, einfach in Glas, damit auch nichts passiert. Und so kam ich dann einfach auf die Idee, es gibt ja so Joghurtgläser und ich habe mir so einen Deckel mit Schraubverschluss und habe ich mir gedacht, ich dekoriere die einfach dann einfach. Und so fing das dann einfach an, dass ich dazu dann ja Lust habe, dann so welche Gläser zu dekorieren dann. Und daraus wurden so einige. Also das war ja so die erste Variante dann, mit diesen Pompons da so noch drauf, mit diesem Deckel. Also ich finde, das sieht auch sehr dekorativ aus, also für so ein Bastelzimmer. Ja, das sind so einmal ja so Styroporkügelchen, die gab es im Kick mal zu kaufen. Und hier habe ich ja auch so aus den Blind Bags, ja, Figuren. Also im Frühjahr, da hatte ich ja irgendwann, ich glaube, das war so Mai, da müsst ihr mal gucken, da hatte ich mal so Blind Bags ausgepackt, weil ich war auf der Suche nach so welchen Figuren, weil ich hatte so fast gar keine Figuren, die ich denn da so draufklebe. Und deswegen war das so ein Grund gewesen, Blind Bags zu kaufen, weil ich weiß, da sind immer so Figuren drin. Also es macht echt wahnsinnig Spaß. Also ich kann das wirklich empfehlen, sich so Simulation Cream zu kaufen und Figürchen und dann einfach loszulegen. Also das macht echt viel Spaß. Also ihr braucht Streudeko, ein paar Cabochons und ja, Joghurtgläser oder Einmachgläser.
Also da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, also quasi für Gläschen. Ich habe mir dann in dieser Zeit auch extra so welche Joghurts gekauft, weil ich diese Gläser haben wollte. Die habe ich dann auch noch mal so ein Einhorn. Also diese Einhörner gab es auch mal ja bei Ideen mit Herz. Da hatte ich die mal im Lagerverkauf gekauft. Hier hat man so Glitzerpulver. Also hier könnt ihr jetzt auch sehen, für was ich Glitzer zum Beispiel benutze. Und so mit Perlen, also mit den Bordüren. Also hier hat man dann noch eine Bordüre hier und dann diese pinke. Und das Schöne ist dann einfach, es sieht dekorativ aus und ihr seht sofort, was ihr habt. Also wenn ihr das in euer Bastelzimmer oder in euer Bastelreich, sag ich mal, euch da schön hinstellt, wisst ihr auf jeden Fall, was ihr so für Perlen und Kabos habt. Also ich finde das sowieso immer ganz gut, wenn es durchsichtig ist. Ja, dann habe ich hier nochmal so ein etwas kleineres gemacht. Also hier seht ihr ja dann auch die Simulation Cream in verschiedenen Farben und das müsst ihr noch nicht mal anmixen, sage ich mal, also die Farbe. Also dieses Einhorn hier, das gab es mal im DM zu kaufen. Hier habe ich dann so Pompons reingemacht. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach meine Spardose, die ich so dekoriert habe. Die habe ich aus dem Teddy. Ich glaube, ich habe euch das auch schon mal in einem Haul gezeigt. Da gibt es für 1 Euro so richtig coole Spardosen. Und als ich die gesehen habe, da hatte ich sofort die Idee damit. Ich habe auch so eine Katzenspardose, aber da brauche ich erstmal eine Katzenfigur. Und ja, hier habe ich dann, das ist auch Simulation Cream, aber das war schon so fertig in so einer Tube zu kaufen, also in so einem Spritzbeutel. Gibt es manchmal auch. Hatte ich mir, glaube ich, auch bei Wish gekauft. Und hier habe ich dann so ein großes Einhorn drauf gemacht. Also dieses Einhorn, das war in so einem, ja, so einem Lolli drin, in so einem Plastiklolli. Und das ist eigentlich so ein Spielzeug. Aber ich fand das so süß. Und das habe ich da so drauf gemacht. Und hier lauter süße Sachen. Perlen, Glitzer und verschiedene Cabochons. Ich finde das richtig süß. Und hier habe ich dann so eine Häkelbordüre auch drauf gemacht. Also das ist so richtig so für Dekoration, sag ich mal, für so ein Kawaii-Bastelzimmer. Ja, zu meinem Umzug und werde ich auch mal noch ein Video machen, weil sich auch einiges verändern wird bei mir und aufgrund des großen Umzugs werde ich aber noch in der Zukunft noch etwas erzählen. Ja, hier habe ich auch noch mal so eine coole Spardose. Also beim Teddy gibt es die für 1 Euro. Hier habe ich dann auch wieder so diese Klebebordüre draufgeklebt. Und im Action gab es dann auch von diesen Lollis gab es dann auch so kleine Einhörner. Dann gab es dann auch. Und hier könnt ihr dann einfach mal sehen, was man so mit Perlen und Kabos so machen kann. Also ich finde das auch ganz süß, so als Dekoration. Könnte man quasi auch einem Schulkind, sage ich mal, ins Kinderzimmer stellen, so als Dekoration. Also wenn ihr kleine oder jüngere, sage ich, Schulkinder habt zu Hause oder Nichten oder Enkelinnen. Also die würden sich, glaube ich, bestimmt über so eine süße Dekoration im Kinderzimmer freuen. Also gerade für ein Schulkind auf dem Schreibtisch könnte ich mir das schon schön vorstellen. Und also alleine diese Spardose ist ja auch richtig cool, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Dann habe ich mir auch etliche Dosen gemacht. Also diese Dosen, die habe ich im Teddy gekauft. Da gibt es verschiedene Größen und verschiedene Formen, also rechteckig, viereckig, klein, groß, auch Schatztruhen und auch Herzen. Und das ist zum Beispiel Simulation Cream in Gelb
Und ich guck mal, hier ist auch, guckt mal, hier ist auch so ein Schnulli, den ich da reingemacht habe. Und dieses Einhorn, das gab es auch in diesem Lolli drin. Also diese Lollis, das sind so Art so Lolli-Blind-Bag, also Überraschungslollis. Und da sind so unterschiedliche Einhörner drin. Also es ist eigentlich für Kinder gemacht, aber ich finde das so süß für so eine, ja, für so eine Box, ne? Also ich habe die dann einfach auch angemalt, dann einfach diese Simulation Cream da drauf. Hier hat man dann nochmal so ein Schnulli drauf. Und das Ganze, was da so drauf ist, habe ich von der lieben Tanja. Und dann hier habe ich dann so eine Klebebordüre draufgeklebt und hier dann noch so eine gelbe. Und das Coole ist natürlich, in diese Kästchen könnt ihr dann auch noch Material reintun, also Bastelzubehör, also so Schleifchen kann man da reinmachen. Oder wenn man so Pompons hat oder einfach was so aus Stoff ist, was man da gerne reintun möchte. Oder so kleine Figuren oder Stoffblumen, also was man so hat und was man so meint, was dazu passt oder was man da so reintun kann. Also hier innen drin habe ich das jetzt aufgemacht. Also das habe ich jetzt nicht gefärbt. Also ich finde das so ganz süß. Also so hat man dann auch noch eine schöne Aufbewahrung für den Schreibtisch oder für das Regal. Also ich finde das sehr süß gemacht. Also ich habe hier noch meine Kiste. Die sieht so ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt auch noch nichts reingemacht. Also da passt dann zum Beispiel ein bisschen größere Sachen passen dann da rein. Also finde ich auch sehr süß. Also man könnte auch Klammern da reinmachen oder Wäscheklammern. Und hier habe ich dann so Keramikfiguren oder. Und die habe ich mal bei Ideen mit Herz gekauft. Und hier habe ich zum Beispiel hier auch so zweifarbiges Simulation Cream drauf gespritzt, sage ich mal, so im Mintgrün und mit diesem Lila und so Knochen sind da drauf und Perlen, also sehr süß gemacht. Und das ist so eine Häkelbordüre, die habe ich auf meiner Hochzeitsreise in Madeira gefunden. Also ich finde das sehr süß. Also mir hat das ja sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Und ich hatte davon ja auch in etlichen Videos ja auch immer erzählt, dass ich dazu ein Video machen möchte. Ich wollte erst dieses Video machen, bevor ich ja meine weiteren, bevor ich alles gemacht habe. Aber ich muss noch warten, bis ich das bestellt habe bei Wish. Und weil es ja aus Asien da kommt, wird das auch ein bisschen dauern. Also weil ich konnte mich noch nicht so aufraffen, das mit den Silikonen zu machen. Weil beim Silikon ist es nämlich so, dass mir das auch zweimal im Spritzbeutel auch immer geplatzt ist. Und dann fand ich das nicht so schön. Und da habe ich dann irgendwie nicht so die Lust zu. Also ich habe 2018 schon mal mit Deko, nicht mit Dekodent, sondern also mit Silikon gearbeitet so. Aber das hatte dann nicht so Spaß gemacht. Und daher ist so mein Favorit so die Simulation Cream. Ich muss mal gucken, ich habe zwar noch ein Silikon, ob ich das irgendwann mal wagen werde. Und hier habe ich mal so eine andere Variante gemacht. Hier habe ich dann hier die Bordüre drauf und das ist so ein Metallic Fliederrosa, nein, nicht rosa-lila, sage ich mal. Und ja, hier habe ich so Haie drauf. Die hatte ich nämlich auch mal in einer Ü-Post von der Tanja gehabt und ja, hier Pompons und das ist so blau. Also da war das, also die Simulation Cream, die war dann schon in so einem dunklen Blau. Also ihr seht, ihr kriegt da schon so richtig kräftige Farben, also unterschiedliche Farben. Und diese hier, diese Kugeln, falls ihr euch fragt, wo man die bekommt, die habe ich mal im Kick gekauft. Die waren ja für 50 Cent und das sind hier so Figuren, die gab es in so einer Blind Bag drin. Ja, also ihr könnt dann so eine richtige, ja, so eine kleine Meeresszene da machen oder ja, mit Einhörnern. Also je nachdem, was ihr so Figuren habt. Also ich würde auch super gerne mal so eine Weihnachtsbox machen. Und dann kann man da so
Weihnachten, so weihnachtliche Sachen reintun fürs Basteln, sage ich mal. Oder gerade in so einer Meeresbox könnt ihr dann zum Beispiel eher so Meerestiere reinmachen oder Muscheln. Na, hier innen drin sieht das so aus. Also innen drin habe ich gar nichts gefärbt. Also ich finde, das macht super viel Spaß. Ich kann das nur weiterempfehlen. Also wenn man da erst mit anfängt, macht das auch super viel Spaß. Also man kann damit gar nicht aufhören. Und da habe ich einmal so eine Pinguin-Variante. Hier habe ich dann so Schnee so drauf gemacht. Das war so Simulation Cream in so einem Spritzbeutel schon, konnte man so kaufen. Und hier habe ich so einen Donut, so Süßigkeiten, so Perlen, also einen Halbdonut drauf. Also sieht sehr süß aus, also macht auch super viel Spaß. Und hier wieder so eine Häkelbordüre. Hier hatte ich dann noch so ein bisschen Glitzer, also leicht gemacht, also es ist so leicht metallicfarben. Ja, das war so die letzte Box, die ich gemacht habe. Und ich habe ja noch einige Kästchen, die habe ich aber schon fertig angemalt und ich habe da auch noch einige Gläser, die ich noch machen muss, aber ich muss dann erst noch auf Simulation Cream warten. Oder ich mache das mit Silikon. Ich muss mal gucken. Also die fehlen mir auf jeden Fall noch, die ich gerne machen möchte. Ich da noch welche? Dann habe ich auch noch so kleinere Boxen, also so eine kleine, die ist so ein bisschen so oval. Habe ich so eine in Mintgrün. Ja, und dann habe ich noch im Wohnzimmer, da habe ich, meine ich, noch zwei größere, also ich meine, die haben diese Größe hier. Das kann ich euch dann auch noch mal zeigen. Also in dieser Größe habe ich dann noch mal zwei Stück. Also ich habe da noch so ein bisschen was vor. Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee für Kawaii-Liebhaber, die ja Sachen gerne aufbewahren möchten an Zubehör und das so schön ja verstauen möchten, ne? Dann habe ich noch mal so eine andere Box, wollte ich euch mal zeigen. Die habe ich mal im Nanunana gekauft und das sind ja so Fischschuppen drauf und da wollte ich gerne einmal diesen Wal und einmal diesen Hai, glaube ich, drauf machen. Und ich habe auch so eine coole Schneekugel. Die habe ich bei Müller mal gekauft. Die war in der Reduzierung. Ich kann euch die mal einmal zeigen. Die fand ich so richtig cool. Die wollte ich da drauf machen. So sieht die einmal aus. Da steht drauf, sei wild und frech und wunderbar. Die hat nur 2,50 € gekostet. Die war reduziert. Also Müller finde ich bei uns auch immer richtig cool, weil die sehr viele Reduzierungen auch oft haben. Und wenn man bedenkt, hier sieht, ist ja noch der Originalpreis. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Also für 9,95 €. Und dann war die auf 5 reduziert und dann auf 2,50 €. Also das passt hier auch sehr gut mit dieser Schwanzflosse und dann hier so drauf. Das wollte ich dann hier so mit Simulation Cream oder mit Silikon. Ich muss mal so gucken. Hier ist ja so blaues Glitzer drin in der Schneekugel. Wollte ich dann auch mit blauem Glitzer dann arbeiten. Ja, das habe ich auch noch so vor. Ja, das wird es dann in einem anderen Video geben, wenn das dann auch fertig ist. Also so habt ihr dann schon mal so eine Vorstellung, was ich noch so vorhabe. Das wollte ich dann noch einmal wegpacken gleich.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das ist so dekodent, wovon ich mal so gesprochen habe, hin und wieder. Das ist aber jetzt nicht so extrem drauf gemacht, sondern man kann auch so richtig, man nennt dekodent auch manchmal so Fake-Sahne, so richtig mit ganz viel Sahne. Ich habe auch Eisbecher, die ich noch gerne machen wollte. Da wollte ich aber eventuell so wirkliches Silikon benutzen. Da muss ich aber erst gucken, wann ich das mache. Eventuell auch erst im nächsten Jahr mal, weil ich das aufgrund des Wetters dann gerne draußen machen möchte. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt so eine kleine Anregung bekommen und vielleicht habt ihr ja Lust, auch das mal nachzumachen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, also einen wunderbaren Start in die neue Woche, also einen schönen Montag auf jeden Fall. Und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!